Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Beim letzten Mal haben wir den wahrscheinlich größten Dungeon im Spiel, die Oni-Insel, abgeschlossen, den Boss besiegt. Ja, und das war das, was wir gemacht haben halt. Mach die Tür zu. Jetzt machen wir weiter. Wir haben direkt nach dem Boss gesaved und dementsprechend sind wir noch bei den Cutscenes. Hallo Amaterasu. Du warst auf einer kleinen Fuchsjagd auf der Oni-Insel, oder? Ich habe den Eindruck, dass du eine harte Zeit hattest. In der zweiten Folge auf der Oni-Insel schon, sonst nicht. War dieser gerissene Fuchs wirklich so beeindruckend? Nein. Warum du? Wie kannst du das sagen? Himiko ist tot, du herzloses Schwein! Ah, ich verstehe. Nun, ich hätte niemals erwartet, dich jemals so wie ein kleiner Welpe handeln zu sehen. Schließlich war Königin Himiko dieses Schicksal vorherbestimmt. Auch du wusstest das oder etwa nicht, Amaterasu. Wovon laberst du? Auf jeden Fall bist du jetzt der Letzte auf der Welt, den wir sehen wollen. Ja, du vielleicht. Und jetzt verpiss dich! Meine Güte, in was für einer guten Stimmung du heute wieder bist. Deine Wut lässt sogar den Himmel verfinstern. Ich glaube, das ist was anderes. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Dieser Donner kam vom Norden des Shinshu-Felds. Er kündigt ohne Zweifel die Ankunft eines Sturms an. Nun, mein Darling, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Aber lasst mich noch eins sagen. Ein schockender Blitz und es öffnet sich. Ja, krass. Und weil ich schon dabei bin, noch eine kleine Markierung auf eurer Karte. Ah, ja. Ich denke mal, bevor wir dann gehen... Wer hat gesagt, dass du das darfst? Planst du nicht sowieso dahin zu gehen, Darling? Du weißt schon. In die Richtung des Bösen, das aus dem Körper des gerissenen Fuchs entfloh. Okay, was hast du diesmal vor? Es fühlt sich gut an, wieder zu prophezeien nach einer so langen Pause. Noch könnt ihr mich sehen, aber gleich nicht mehr. Goodbye. Ja, da hat er recht. Aber wir gehen erstmal Special Abilities holen. Zwei können wir bekommen, eine weiß ich. Und das ist relativ praktisch auch auf dem Shinshu-Feld. Und das Ding hatte ich noch nicht. Ah ja. Also, das ist dann wohl das nächste Ziel. Mit einer Hundestatue, ein Sternzeichen-Schatz. Die Statue der Barbara hast du da. Ja, heißt trotzdem Hundestatue. Sorry, dass ich den Namen vorgelesen habe. Und jetzt machen wir den weg. Ui, da kommt doch bestimmt noch einer, oder? Krass. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann so schnell wie möglich zum Shinshu-Feld, weil was haben wir groß zu verlieren? Bei dem Oschenschwarzborn nie mehr ein Gegner nach. Wir können den Spiegel ja einfach zum Teleportieren nutzen. Und zwar... Och, man muss das ja so hässlich machen, aber... Der Drachenpalast ist das, der nicht auf der Karte ist. So, ab zum Shinshu-Feld. Dann mal sehen, was hier abgeht. Ich hoffe, ich kann mich hier noch normal bewegen, aber müsste ein... Ja. Solange ich nicht speziell da hingehe. Das wäre das auch noch möglich. Ja, genau deswegen bin ich hier. Er gesagt, okay, hauptsächlich natürlich wegen dem, wegen der Story, aber auch wegen dem. Ja, da bist du ja. Hör mir zu, Hündchen, ich muss mit dir reden. Ich, Ida, der Blitz, möchte dich herausfordern. Ich möchte mir den Titel der Nummer 1 vom Shinshu einen für alle mal wiederholen. Du hast mich bis jetzt total deklassiert, aber ich werde deinem Schwanz nicht mehr beim Wedeln zusehen, Kumpel. Und nur um dir zu zeigen, wie ernst ich es diesmal meine, werde ich diesmal den Familienschatz, das Gimmick-Zahnrad, oh, mit Gimmicks kenne ich mich aus, ich bin Carolman, auf meinen Sieg setzen. Ich erinnere mich immer noch daran, diese Nacht der 1000 Sternschnuppen. Eine von ihnen fiel direkt vor meine Füße. Das war das Gimmick-Zahnrad.
Das schillernde Zahnrad fiel genau vor mir runter. Das konnte kein Zufall gewesen sein. Die Götter müssen es geplant haben. Sie wollten mir sagen, dass ich für den Rest meines Lebens rennen soll. Was? Damit ich meine Post so schnell ausliefern kann, wie es nur geht. Ich lebe für meine Arbeit und das Zahnrad ist mein Glücksbringer. Und ich werde meinen Glauben daran hängen. Ich weiß, es wird mir helfen zu gewinnen. Also, lass loslegen endlich. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, nächstes nerviges Fangminispiel. Na danke. Muss ich den nochmal finden jetzt und... Ist das Rennen beendet wegen dem Kampf? Ich denke schon. Und wo ist der? Wo ist der Typ jetzt? Ja, schön, es wird Tag. Wo ist der Typ hin? Eine der Sachen, die ich so sehr liebe an diesen Minigames. Dann rennen wir jetzt nochmal die ganze Bahn in die Richtung ab. Irgendwann müssen wir ihn ja treffen. Theoretisch. Da hinten. So. Ich liebe diese Rennminispiele so sehr. Ey. So. Wie wäre es, wenn mich diesmal kein Gegner nervt? Danke. Willst du mich flachsen? Gerade dieses Mal schaffen wir das legit in 5 Sekunden. Was? Unmöglich? Wieder der Blitz vom Dankern Express. Geschlagen beim größten und wichtigsten Wettkampf meines Lebens. Und das noch am deutlichsten von allen Wettkämpfen. Du hast diesmal mehr als nur einen Punkt gewonnen. Das war mindestens 1 Million Punkte wert. Nun, ein Versprechen ist ein Versprechen, Hündchen. Mein Glücksbringer gehört dir. Er soll immer dem schnellsten Sprinter in Shinshu gehören. Das Gimmick-Zahnrad. Mein kleiner Bruder aus Hiroshima hat gesagt, er hätte einen erstaunlichen Wolf gesehen. Schätze, du hast dir auch dort einen Namen gemacht, was? Nun, du bist die schnellste Kreatur, die ich bisher getroffen habe, das ist mal klar. Schätze, die Götter werden dem zustimmen, wenn ich den Titel des schnellsten Sprinters von Shinshu an dich weitergebe, aber das ist ein richtiger Titel, also weiß ich ihn dich als würdig, klar? Ich werde weiter rennen und rennen und rennen. Und eines Tages werde ich mir den Titel wieder zurückholen. Nein. So, ein Haufen Glück. Und was bringt mir dieses Zahnrad? Das ist jetzt die große Frage. Wo ist das überhaupt? Und den kann ich wieder ausrüsten. Kommt das nach? Ganz unten. Ach so, ich kann noch scrollen. Zahnrad kam mit einer Sternschnuppe auf die Erde. Ja. Das werde ich dann irgendwo brauchen. Wo? Sein Baum. Und woher soll ich das wissen? Ey, du da oben. Herausfinden. Ja, herausfinden, Digga! Ehrlich gesagt, hättest du das Secret gefunden, wo man das Ding braucht, dann hätte es der Typ dort gesagt. Auf Deutsch, wenn ich die Fähigkeit will, muss ich jetzt nach Saiyan die ganze Stadt durchsuchen, um irgendwo einen Typen da zu finden, oder? Sie ist nämlich direkt in der Antrittsfähigkeit. Denkst du, ich war... Hörst du mir eigentlich zu? Ich habe vorhin gesagt, dass ich mich noch an eine Ability erinnere, die ich noch bekommen kann. Und das ist tatsächlich die hier. Sanus und Fluchtzugbrücke, Hiroshima-Küste. Ich teleportiere mich hier hin. Die paar Meter kann ich auch laufen, also. Schön für dich. Und du tust dann auch nicht. Schön für dich. Ich will beim Händler vorbei, tatsächlich. So.
Ja, hör auf zu labern, lass mich das Zeug erledigen. Ich hab nämlich hier wieder einiges dabei, das ich gern loswerden würde. So. Damit haben wir jetzt ein bisschen Kohle, gehen jetzt in die Stadt und werden wahrscheinlich den Rest der Folge darum rennen. So. Darf ich eigentlich inzwischen wieder rein schon, oder? Ach, die Wachen sind sogar weg. Na, ab geht's. Und jetzt umgucken, irgendwo werden wir. Irgendwo werden wir das Zahnrad dann brauchen. Och, genau das wollte ich, danke. Ich will das gerade einfach nur schnell durchbekommen und mit der Story weitermachen, also. Was ist das denn? Wieso kann ich. Was war das? Hier lang, so. Ihr müsst einfach auf der Karte nach dem Zeichen der Katzenstatue schauen. So, also hier über die Brücke. Die Typen da hinten stehen immer noch an. Haben die doch nicht gemerkt, dass es die Priesterin, zu der sie wollen, längst tot ist? Nein, haben sie nicht. Also hier durch. Die warten die ganze Zeit, bis die jemand reinruft, Digga. Ohne überhaupt mal zu überlegen, dass sie vielleicht nicht mehr drin ist. So, dich haben wir schon gehabt. Und ja, da passe ich ganz eindeutig nicht durch. Da hat das Spiel natürlich recht. Das ist eigentlich keine Frage. Oh, hier ist eine Nachtruhe. Die ich auch gerne öffnen würde. Auch wenn es jetzt nicht so krass war. Das Zeichnen ist natürlich immer ein Riesenspaß in diesem Game. Gerade mit der Kamera. Ah, jetzt ist ja noch besser mit der Kamera. Aber wir kommen zu diesem Eingang. What the fuck? Mein Meisterstück steht so kurz vor seiner Vollendung. Alles, was ich brauche, ist das letzte Stück. Meine Erfindung wird das Leben der Menschen dramatisch verbessern. Es ist bis jetzt die größte Herausforderung meines Talents. Moin. Ich weiß nicht, wie du den ganzen Weg hier hoch geschafft hast, Schneeflocke. Normalerweise habe ich hier keine Besucher. Aber du kommst gerade recht, ich brauche eine Pause. Möchtest du meine neueste wissenschaftliche Theorie hören, an der ich gerade arbeite? Nein, danke, das interessiert uns nicht wirklich. Nein, warte. Wir können auch über etwas anderes reden. Ich bin viel gereist und habe viel von Nippon gesehen. Weißt du? Und ich habe auf meinen Reisen auch eine Menge seltsamer Krimskrams gesammelt. Noch nie gesehene Skulpturen und vergleichliche seltsame Steine. Solche Dinge haben mich dazu gebracht, anzunehmen, dass vor vielen, vielen Jahren Nippon von einer Kultur bewohnt wurde, die ganz anders ist als die unsere. Eine andere Kultur? Natürlich wird mir das nie jemand glauben, aber ich sammle diesen Krimskrams noch immer für meine Erfindung. Ich habe gerade eine Menge an Arbeit. Der Krimskrams, den ich finde, hat für sich alleine keinen Nutzen. Aber mit ein wenig Genialität werden aus mehreren lebende Geräte. Mein Krimskrams ist wie ein guter alter Freund für mich. Ja, krass. Können wir jetzt gehen?
Nein, bitte warte, jetzt wird's nämlich erst interessant. Wie du zweifellos festgestellt haben wirst, ist mein Meisterstück beinahe fertig. Jedoch vermisse ich das allerletzte Stück. Ich bin so weit gekommen, nur um am allerletzten Schritt zu scheitern. Mein Meisterstück kann nicht zum Leben erwachen ohne dieses letzte Stück. Ich habe schon viele Geräte gebaut, zum Beispiel die große Zugbrücke vor der Stadt und die Gojo-Brücke hier in der Stadt Zoyan. Und jetzt steht mein Meisterstück, so kurz vor seiner Vollendung. Alles, was ich brauche, ist ein einziges Gimmick-Zahnrad. Ohne dieses Zahnrad wird sich mein Gerät keinen Zentimeter bewegen. Ich muss noch einmal durch das gesamte Land ziehen, um das letzte Stück zu finden. Hm? Schneeflocke, dein Zahnrad. Könnte das vielleicht ein Gimmick-Zahnrad sein? Das allerletzte Stück, was ich brauche. Es scheint die perfekte Größe und Form zu haben. Das ist genau das Zahnrad, das ich brauche. Gib es mir! Bitte, ich muss das Zahnrad haben. Ja. Vielen herzlichen Dank, mein pelziger Freund. Wenn mein Meisterstück fertig ist, dann schreibe ich deinen Namen in kleinen Buchstaben am Ende meiner Enzyklopädie von Geräten. Danke. Und jetzt mache ich mein Meisterstück fertig. Schön. Und soll ich jetzt hier zack, 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 oder? Bist du soweit, Schneeflocke? Du wirst nun Zeuge, wie Geschichte geschrieben wird. Mein Gerät ist dabei, zum Leben zu erwachen. Dies wird ein monumentaler Fortschritt im Leben der Menschen bedeuten. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ich, gehender Mechanikus, gebe dir, mein Meisterstück, den Namen Blitzbringer. Jetzt aber. Zack. Und das hilft jetzt. Die Maschine, was bringt die jetzt? Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wieder hergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Erhelle den Himmel mit einem Blitzschlag. Ja, werde ich vermutlich gefühlt nie machen, aber danke. Ich kenne mich. Sieh nur, mein Design war doch nicht fehlerhaft. Es ist vielleicht ein bisschen überpowered, aber zumindest ist mein Meisterstück komplett. Anscheinend verstehst du nicht so ganz. Solch eine großartige Erfindung wie sie mag wohl über deinen Horizont gehen. Du solltest dir mein Haus mal von außen ansehen. Dann verstehst du vielleicht die wahre Größe von meinem Meisterstück. Ja, kann ich machen. Das ist schon etwas, so ein riesiges Ding zu bewegen, aber erinnerst du dich an die Form, die du gemalt hast, Emmy? Du weißt schon, Blitz. Das war das Zeichen von Gikigami, dem Gott des Blitzes. Indem du einfach das Zeichen malst, kannst du nun jederzeit und überall Blitze erschaffen. Da stellt sich jetzt natürlich die ganz große Frage. Der Typ hat eine Glühbirne auf dem Kopf. Bringt nicht so viel, schade. Gegen diese Truhe hingegen, ja gut, Perle. Und wir können uns die Schriftrolle durchlesen. Male ein Blitzsymbol für die Donnersturmtechnik und die Tinte wird zu einem Blitzschlag, der Feinde mit Strom schockt. Kleine Symbole erzeugen kleine Blitze, große haben einen größeren Effekt. Größere Blitzschläge können mehrere Feinde auf einmal treffen. Umso größer das Symbol, umso mehr Tinte wird verbraucht. Abhängig von der Größe, 3, 6 oder 9 Tintenflaschen. Für die besten Ergebnisse, versuche scharfe Winkel in die Blitzform zu malen. Benutze die Macht des allmächtigen Donners, um deine Feinde niederzustrecken. Geil, schluck auf, mitten im Video. Besser geht's nicht. Na dann, gucken wir mal nach draußen. Sick. Der hat recht, man sieht erst von außen, wie krass seine Erfindung ist. Übersehe ich was?
muss halt den richtigen Winkel finden, um seine Turmuhr zu sehen. Mit dieser Kamera findet man den richtigen Winkel gar nicht. Wenn ich so gucke, krass. Krass, Digga. Du hast eine Uhr zum Laufen gebracht. Da jetzt zum Palast. Wir gehen dann wieder zurück. Möchtest du nicht schnell noch die andere Ulti holen? Ich habe keinen Plan, wo die ist, habe ich mehr. Hinter dem Palast dort. Hier hinterm Palast? Ja. Da ist aber schon das Tor. Ja, wenn du hinter sagst, dann denke ich nicht an drinnen. Innerhalb des Hofs, aber nicht innerhalb des Gebäudes. So, aber wir können eh auch mal wieder beim Kaiser vorbeigucken, denke ich. Da sollst du nicht runterspringen. Ja. Zack. Und weiter. Das heißt, hier drüben. Genau. Wer bist du? Ich zaufe. Ah. Ah, du bist das Amaterasu. Ich kann dir gar... Oh, scheiß Schluck auf. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, was du für uns alle getan hast. Das ist das Grab unserer Herrscherin Königin Himiko. Ich bin sicher, dass dein Segen ihr die Reise zum Himmel erleichtern würde. Vielleicht könntest du göttliches Wasser auf dem Grab verspritzen? Bitte hilf ihrer Seele Erlösung zu finden. Und wo soll ich das Wasser jetzt hin tun? Hui? Auf die vier Gräber. Hä? Die im Meer stehen. Im Meer? Hä? Die Steintafeln dort. Wo sind Steintafeln? Die da. Das sollen Gräber sein! Willst du mich flachsen? Ist das jetzt die Animation, dass es Nacht wird, oder? Ja. So, da hast du das Wasser. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Von dir so weit getrennt zu sein, hat mich geschwächt. Eigentlich war ich sogar dem Tode nahe. Bis dein reines Herz mich aufweckte. Ich, Nurigami, habe die Macht, ihre Tränen zu nutzen. Übergieße das Land mit deiner Milde. Ich verleihe dir die Macht über die Technik Regenguss. Ja, das ist schön. Das ist schön und jetzt ist die Folge schon fast wieder rum. Viel geschafft haben wir nicht. Regenguss? Hey, davon habe ich gehört. Das ist die Technik, die sich aus dem Wasserstrahl ableitet. Alles, was du tun musst, ist das Zeichen von Nurigami zu malen. Gottes Wasserstrahl, um es wie Hunde und Katzen regnen zu lassen. Wie hat das Zeichen nochmal ausgesehen? Nun, wenn diese Kraft hier wacht ist, dann heißt das, dass Himiko immer noch über uns wacht. Ja, die Frage, wie das Zeichen ausgesehen hat, stelle ich mir gerade allerdings auch. Ich meine, okay, ich denke mal stark, dass es hier drin steht. Benutze Wasserstrahl und male Fallenregen, um einen Regenguss zu schaffen, der Feinde aufhält. Kleine Zeichnungen verbrauchen 3 und verursachen wenig Regen, mittel 6 und ja, groß 9 und ja, mach halt. Also, testen wir das mal. Das war jetzt ein mittelgroßer. Und das Telefon, geh mal hin. Oh, ich liebe Schluck auf so sehr. Es gibt nichts Sahnigeres. Ich habe keinen Bock, von euch zugelabert zu werden, also lasst mich in Ruhe. Hi, Leute. Ich bin fast Trimax, der hier ist. Alter, Schluck auf ist so toll. Jeder liebt ihn. Ich überlege gerade, ob es irgendwie möglich wäre, mit richtigem Placement und allem. Auf diesem Zaun kann man nicht stehen anscheinend. Da
Da auf dem Dach auch nicht wirklich. Das ist doch alles nur als Ausrede gemacht. Einfach nur ausreden, damit man nicht drüber springen kann. Ja, aber wo es in der Story weitergeht, werden wir dann erst in der nächsten Folge erfahren. Weil diese Folge bringen wir nicht mehr als den Rückweg zum Shinshu-Feld rein. Hat ziemlich lang gedauert jetzt. Aber beim nächsten Mal sehen wir dann eben, wo wir hin müssen, was wir mit den Blitzen genau bewirken können, warum, weshalb ihr noch nicht abonniert habt, was ihr jetzt nachholen könnt. Ganz wichtige Fragen alles. Und vor allem bei der letzten könnt ihr ja mithelfen. Und natürlich die allergrößte Frage, habe ich dann endlich keinen scheiß Schluck auf mehr? Ja, fuckt ab. Noch eine Nachtruhe. Mitten, nochmal, jui. Exorzismus M. Na dann. Ich denke mal, du hast nichts Sinnvolles. Pff, ich mache einen Pleite, Alter. Oh, es gibt tatsächlich einen neuen Spiegel. Den Dreifaltigkeitsspiegel. Spiegel mit Wissen, Glauben und Macht. Zertrampelt das Böse. Ich werde einfach mal reinnehmen, weil ist eine neue Waffe. Ich werde auf dem Rückweg jetzt noch in den Gegner reinrennen, aber einfach mal gucken. Goldstaub weiß ich schon, sollte ich mir anscheinend ein paar noch aufheben, wenn ich die Kampfprüfung machen will. Hier ist gleich noch eine Nachttruhe. Und es ist nicht so, als wäre das Spiel jetzt so schwer, dass ich den Goldstaub für so Waffen hier so dringend brauche. Ich denke zwar schon, dass ich den Spiegel jetzt fürs Erste verwenden werde, einfach für Abwechslung. Oh, das gibt's ja auch noch. Hey, auch in diesem Monster steckt ein Pfeil? Krass! Jetzt stellt sich mir die große Frage. Ich muss kurz überlegen, wie das Feuer ging. Ich merke mir sowas immer schön. Das Unendlich-Zeichen, genau. Was macht man gegen dich? Wind gegen Elektro. Aha, übrigens geht anscheinend Nebel. Ja, genauso. Ich hab nicht vergessen, was der Verwolken und wie das wieder wegnehmen kann. Oder man wartet, bis er den Move macht und klatscht ihm danach eine. Unehrwürdiges Gewitter haben wir gleich noch besiegt auf dem Weg. Ja gut. Ich werde wahrscheinlich eben offstage die anderen Monster jagen. Ich würde dann auch sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle und mache das hier jetzt offscreen. Also, wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns im Shinshu-Feld wiedersehen. Bis dann. Und ciao.